Dieses Video wird präsentiert von Sönke Diekmann Hörsysteme. Frauenhandball-Bundesligist HSG Blomberg-Lippe hat nach der Hinspielniederlage gegen den VfL Oldenburg mit 33:30 gewonnen. Ausschlaggebend für den Sieg war die spektakuläre erste Halbzeit, in denen die Nelkenstädtlerinnen ein höllisches Tempo vorlegten. Geschäftsführer Torben Kietsch freute sich gemeinsam mit den Spielerinnen über den Sieg. Ja, ich denke, wir haben verdient gewonnen. Am Ende mit 3 Toren Vorsprung, haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen was verschenkt. Erste Halbzeit fand ich wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich denke, das waren mit unseren ersten besten 30 Minuten in dieser Saison. Und es war ein bisschen klar, dass es so nicht weitergehen kann. Aber am Ende haben wir es souverän nach Hause gebracht und sind sehr fröhlich über diesen Sieg. Trotz des Sieges sieht Laura Rüffier noch Verbesserungspotenzial. Ja, ich glaube, es war eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, wo wir uns direkt 8 Tore Puffer rausgespielt haben. Kamen endlich mal wieder in unser Konterspiel und ja, so kommt dann das Ergebnis zustande. 33 Tore sind super, 30 Gegentore sind vielleicht 1, 2, 3, 4 zu viel. Aber daran arbeiten wir und wir sind froh mit dem Sieg und ja, jetzt können wir jetzt wieder einmal durchatmen. Für die meisten Gegentore sorgte Myrte Schönacker. Im Innenraum hat sie es den Gastgeberinnen nicht leicht gemacht und war nicht aufzuhalten. Na gut, es gibt immer eine, die am meisten Tore wirft. Wir haben es alles irgendwie noch im Rahmen gehalten. Man kann nie alle Tore verhindern, das ist einfach so. Und von daher, klar hatte sie ein gutes Spiel, aber wir haben gewonnen. Einige Personalentscheidungen sind getroffen worden. In der nächsten Saison wechselt neben Jenny Mura und Merle Heidergott auch Oldenburgs Isabel Jongenelen zurück an die Ulmallee. Wir sind mit unseren Personalentscheidungen weit vorangeschritten und ich denke, in der kommenden Woche werden wir nochmal einen raushauen. Dieses Video wird präsentiert von Sönke Diekmann Hörsysteme.